Willkommen zurück zu Let's Play Tales of Monkey Island. Ich hoffe, ich habe jetzt endlich meine Soundprobleme in den Griff bekommen, die ich mit Otherworld hatte. Und ja, jetzt können wir endlich weitermachen. Beim letzten Mal, wie auch immer, waren wir im Haus von diesem komischen Piratendoktor und der wollte uns die Hand abpacken. Und jetzt hat er einen Piratenjäger auf uns angesetzt und es ist einfach alles nicht gut. Moment, der hier wollte irgendwas von uns, damit wir diese Flasche kaputt machen. Was war das nochmal? Ich bin zurück. Hi, das sehe ich. Hey, da, ein Blasrohr mit Wolframflansch. Hör auf zu versuchen, meinen Flaschenbrecher zu stehlen. Okay. War schön, mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss zu meiner Frau und meinem Erzfeind zurückkehren. Hi, wem geht das nicht so? Geht er da jetzt wirklich hoch? Warum steht er da oben? Doc? Oh, Sie sind's. Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Es sei denn, Sie möchten Ihre Hand freiwillig den Fortschritten der Wissenschaft zur Verfügung stellen. Einwand. Ah, okay. Warum hast du eigentlich so großes Interesse an meiner Hand? Weil offensichtlich die Krankheit, die sie durchströmt, eine vollständig neue Lebensform ist, die eigenständig Bewegung erzeugen und totes Gewebe übernehmen kann. Nicht dein Ernst, oder? Das ist ja so... Halt, sagtest du eben etwas von totem Gewebe? Meine Hand ist nicht tot. Echt mal. Sie bewegt sich, manchmal ganz von allein. Und genau das macht es ja so faszinierend. Eine scheinbar abgestorbene Hand, die sich ständig bewegt, als würde sie von einer fremden Kraft angetrieben. Man stelle sich nur die Möglichkeiten vor. Echt seltsame Puppentheater? Weißt du, es gibt noch andere kranke Piraten, die auch mit dieser Krankheit infiziert sind. Warum trennst du nicht denen die Gliedmaßen ab? Das habe ich... Aber Ihr Fall ist ganz außergewöhnlich. Ich muss diese Hand haben. Wie wär's mit... Nein. Das werden wir ja sehen. Oh. Was machst du hier? Gibt es denn keine leicht verletzten Piraten mehr, die du verstümmeln kannst? Ich untersuche diese wunderbar klebrigen grünen Wolken, die sich über Flossam Island versammelt haben. Was machst du hier? Ich und... Okay, ich weiß nicht, warum wir das immer noch auswählen können, aber... Ein, zwei... Okay. Die heutige Wettervorhersage verlangt nach LeChucks Pocken, die vom Gelato-Felsen herströmen, kombiniert mit Flotsams andauernd dürftigen Winden, um einen Miststurm Kategorie 5 zu erzeugen. Ja. Gut, das hilft uns aber auch nicht weiter. Ich sollte echt dafür sorgen, dass mein neues Schiff tipptopp ist, bevor ich ablege. Ah, das war jetzt hier die Tippdingens da, ne? Hab ich ja aktiviert, damit wir hier nicht ewig so festhängen und wie der Kreis einfach mal so seine nicht vorhandene Beule in der Hose markiert. Schön, schön. Okay, was muss ich denn tun mit diesem Schiff? Ich sollte einfach mir neue Klamotten kaufen. Ich schlafe, wenn ich tot bin. Oder vielleicht heute Nacht. Es ist eine detaillierte Karte über den Golf von Mélange. Das könnte sich als nützlich erweisen, wenn ich jemals diese vermaledeite Insel verlassen kann. Okay, irgendwie ist unser... Captain, wie auch immer er heißt, auch nicht hier. Ich kann es kaum erwarten, mit meinem neuen Schiff eine Spritztour zu machen. Nö. Also wir müssen immer noch die Flasche kaputt machen. Ich habe keine Ahnung, wie... Wir müssen irgendwas mit diesen Typen da oben machen. Weiß ich leider auch nicht. Ja, irgendwie haben wir es nicht leicht gerade.
Kostenlose Vokale. Holt sie euch, solange sie noch Vokale sind. Oh, hey, den kennen wir noch gar nicht. Rustiger Pirat. Hallo, ich bin Guybrush Threepwood, mächtiger Pirat. Und wer bist du? Es ist Hemlock. Hemlock McGee. Ah, du! Konntest wohl den alten Hemlock nicht mit seinem Grog und seinen zerronnenen Träumen in Ruhe lassen? Hä? Warum bist du denn nicht im Club 41 und machst es dir mit deinem Grog gemütlich? Weil mich diese untreuen Kanonenstopper rausgeworfen haben! Warum? Der Club hat eine eindeutige keine Füße, nichts zu trinken Regelung! Deine Kommentare machen es nur noch schlimmer. Was zum Kuckuck ist mit deinen Beinen passiert? Du meinst wohl, abgesehen von einem Idioten, der einen armen alten Piraten in eine tödliche Wirtshausrauferei verstrickt? Ja. Vier Wörter. Der Marquis de Sanj. Oh. Der Marquis de Sanj hat dir die Beine abgetrennt? Ei, nicht beide gleichzeitig, natürlich. Vor 7 Jahren trennte er mein erstes Bein ab, nachdem ich mir den Zeh gestoßen hatte, als ich die Winde von Flotsam Island überprüfte. Das scheint mir aber einschneidend zu sein. Ei, manchmal glaube ich fast, dass mich der perverse alte Sack auf dem Kieker hat. Du hast die Winde von Flotsam Island untersucht? Ei, ich habe versucht, hinter das Geheimnis dieser verrückten Seefiere zu kommen, seit ich hier an Land gespült wurde. Ich fand sogar eine antike Schriftrolle, die mich hoffen ließ, Antworten auf alle meine Fragen zu finden. Nein! Ei, aber ich wollte einfach nicht dahinter kommen. Das hat mich dermaßen frustriert, dass ich eine dieser Statuen in den Dschungel kickte und mir dabei den Zeh anstieß. Als ich dann zu diesem Metzger de Sage kam, nahm er mir das ganze Bein ab. Echt hart. Aber ohne 2 gesunde Beine war es vorbei mit dem Erkunden. Also hinkte ich in den Club 41 und baute eine langfristige Beziehung zu einem Grogfass auf. Oh Mann. Weißt du, abgesehen von den Beinen, siehst du mir etwas blass um die Nase aus. Kümmere dich um deinen eigenen Mist, du feiger Speichellecker! Hoppla, was war das denn? Was war was? Ach ja, diese Pocken. Das sind so Tourette-Pocken. Kann ich die antike Schriftrolle mal sehen? Leider nein, Skipper. Eine abgetakelte Hexe knöpfte sie mir bei einer Pokerpartie vor einigen Monaten ab. Wird ihr allerdings nichts bringen, ohne mein Eye auf The Manatee. Klasse. Kann ich es ausleihen? Warum im Namen von Neptuns Nietnägeln würde ich dir dieses unschätzbare Artefakt einer lang verschollenen Zivilisation ausleihen? Damit ich die Winde untersuchen kann, das wird den Marquis ankotzen. Ich dachte mir, dass ich dein Werk fortsetzen könnte, um für diese Beine-weg-Sache Abbitte zu leisten. Also gut. Ich kann's ohnehin nicht mehr verwenden. Danke, Hemlock. Ich verspreche dir, dass du das wahrscheinlich nicht bereuen wirst. Wahrscheinlich. Hört, hört. Dank des unerwarteten Rückgangs krimineller... Ah, das haben wir schon gelesen. Ich dachte, es wäre vielleicht was Neues. Gehen wir hier noch mal rein? Es ist abgeschlossen. Nein, gehen wir nicht. Der Club vielleicht? Nein, okay. Wir haben jetzt dieses Eye of the irgendwas. Nein, das ist bestimmt hier drin.
Wenn dieser Morgan Le Fay Piratenjäger nur halb so widerwärtig wie seine Werbung ist, dann sollte ich wohl besser einen großen Bogen um ihn machen. Ja, Nein, ich will diesen Käse nicht, oder was das war. Es war, glaube ich, ein Medaillon, aber es sieht aus wie Käse. Wir haben ja auch noch Käse dabei. Okay, hier kommen wir also auch nicht weiter. Wie kriegen wir bloß die Flasche kaputt? Einhörner! Handgeblasene Einhörner aus Glas! Möchtest du eine antike Wetterfahne? Nein? Das haben wir von ihm bekommen. Das hilft nichts. Ein Medaillon. Ich sollte das nur Coronado de Cava geben. Und das ist er nicht. Okay. Hätte ja sein können. Guybrush, geh dahin. Danke. Wir gehen noch mal zur Voodoo-Tante. Vielleicht gibt es da ja irgendwas Neues. Jetzt kommen wir so rein, das ist aber nett. Hallo, Madame. Weißt du etwas über den Marquis de Singe? Ich vertraue dem Mann nicht. Und verstehen tue ich ihn schon gar nicht. Er hat versucht, mir die Hand abzutrennen. Das überrascht mich keineswegs. Wissenschaftler wie de Singe schrecken von nichts zurück, nur um ein paar belanglose Rätsel zu lüften. Nur das Schicksal weiß, was er dieser armen Insel und seinen Bewohnern angetan hat. Okay. Warum sagst du mir denn nicht, dass man mit Grog die Symptome der Pocken lindern kann? Grog? Grog wird LeChucks Pocken nicht heilen können. Damit wird es nur noch schlimmer. Wie kann denn Grog irgendetwas schlimmer machen? Jetzt mag deine Hand sich gut anfühlen. Aber wenn sie wieder erwacht, wird sie garstiger sein als je zuvor. Du hast was gegen Grog. Glaubst du denn, De Singe hat was mit diesen merkwürdigen Winden auf Flotsam Island zu tun? Es würde mich kaum überraschen. Aber ich kann es dir nicht sagen. Glaubst du... Okay, das hilft uns auch nicht. Ja, Wiedersehen. Steh nicht auf, ich finde schon raus. Alles Gute, Threepwood. Wie komme ich hier raus? Da. Wenn ich dem glaube, ist heute Sonntag der 12. Ja, das hatten wir auch schon. Das glaube ich nicht. Okay, vielleicht können wir ja irgendwas kombinieren. Käse. Blumentopf in Form einer Nase.
Ja, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Guybrush. Oh, Steuerung from Hell. Ist wohl unser Puppensammler noch hier? Nein, dann gehen wir jetzt nochmal zum vergrabenen Schatz und wenn wir da auch nichts machen können, mache ich hier einen Schnitt und dann muss ich anders rausfinden, wo wir lang müssen. Nee, nee, der ist verschwunden. Okay, ihr Lieben, ich habe keine Ahnung, was wir jetzt tun müssen, aber ich hoffe, beim nächsten Mal finden wir es raus. Bis dahin.